Kaum ist der 10. Sims 4 Geburtstag vorbei, denken die Sims schon an den 25. Franchise Geburtstag und haben spannende News zur Sims Zukunft geteilt. Soeben haben die Entwickler auf Twitter einen spannenden Blog-Eintrag geteilt. Die erste News: Der Sims-Kinofilm wurde endlich bestätigt. Kate Herron wird für die Regie zuständig sein und sitzt gemeinsam mit Brian E. Redman am Drehbuch. Das sind die einzigen Informationen, die wir zum aktuellen Zeitpunkt kennen. Aber auf mehr Updates zum Film müssen wir gar nicht so lange warten. Bereits in 2025 wollen die Sims-Entwickler passend zum 25. Geburtstag mehr Informationen teilen. Weiter oben im Blog-Eintrag wurde ebenfalls erwähnt, dass zum Jubiläum in 2025 ein neuer Geburtstags-Behind-the-Sims-Stream stattfinden soll. Jetzt ein großer Kracher, der sich schon sehnlichst von verschiedensten Mitgliedern der Community gewünscht wurde: Creator-Sets. Neben den normalen, altbekannten Sets sollen in Zukunft auch Sets veröffentlicht werden, die vollständig von Simmern der Community erstellt wurden. Diese werden dann von EA veröffentlicht. Ab November sollen die ersten erscheinen. Die Formulierung "und sind zusammen mit unserer aktuellen Auswahl an Sets erhältlich" lässt darauf schließen, dass EA die Inhalte genauso wie normale Sets auch für 5 Euro verkaufen möchte. Ich muss sagen, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es toll, dass jetzt auch Konsolenspieler Zugriff auf CC-Inhalte erhalten. Für mich wirkt es aber zum aktuellen Zeitpunkt so, als sollen CC-Ersteller die Arbeit von EA machen, welche dann für 5 Euro verkauft wird. Warten wir mal ab, wie es hier weitergeht und ob die Creator-Sets vielleicht doch etwas günstiger werden. Bevor wir aber zur spannendsten News kommen: Bei Instant Gaming könnt ihr auch Verliebt und andere Sims-Packs ordentlich sparen. Schaut unbedingt in der Beschreibung vorbei. Ohne viel Herumgerede wurden ebenfalls ein paar spannende Bilder zur Zukunft von der Sims-Reihe gezeigt, die ihr hier im Hintergrund seht. Leider waren die Sims-Entwickler etwas schwammig in der Formulierung, ob es sich hier wirklich um Bilder von Project Renee handelt. Da die Bilder aber sehr gut zu vergangenen Screenshots passen, kann man davon ausgehen. Damit hätten wir jetzt auch zum ersten Mal Bilder der Sims des neuesten Teils gesehen. Beachtet hier aber nochmal besonders, dass diese Bilder nichts mit dem fertigen Spiel zu tun haben. Zu Project Renee soll demnächst auch nochmal ein Playtest mit der Sims Labs Plattform stattfinden, bei dem unter anderem auch der Multiplayer-Modus genauer getestet werden soll. Aber auch hier haben die Sims-Entwickler nochmal besonders hervorgehoben, dass es in Zukunft mehrere Sims-Spiele und Erfahrungen nebeneinander geben soll. In einem Gespräch mit Kate Gorman, der Managerin des Sims-Franchises, wurde erklärt, dass man mit einem zukünftigen Sims-Titel nicht von neuem anfangen möchte, sondern dieser neben dem bekannten Sims 4 koexistiert. Die Sims 4 wird weiterhin verbessert und mit größeren Fehlerbehebungswellen versorgt. So wird hier von Optimierungen in Form von sogenannten Entdeckungs- und Suchtools, Creator-Tools und mehr gesprochen. Ansonsten wurde noch ein neues Sims Creator-Programm vorgestellt, mit dem Content-Ersteller nun offiziell mit EA zusammenarbeiten können. Das ist für normale Spieler aber weniger relevant. Lasst unbedingt ein Abo und Like da, wenn ihr auch zu weiteren Sims-News auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Also dann, bis zum nächsten Video.